können dir nicht entkommen! Vielleicht doch! In diesem Quadjumper! Ja, schnell weg. Es lag doch nicht an. Am Update. London. Das Spiel hat einfach die Soundeinstellung zurückgesetzt. Warum auch immer. Super. Da ist noch ein Quadjumper. Aber wie kommen wir da hin? Der Weg ist versperrt. Ich habe eine Idee. Wo? Oh, nervt das, ey. Mach mal hin, Druide. Als ob sich der Scheiß hier dafür auf den Kopf drehen muss. Toll. Was ist mit diesem Schiff? Die Mühle ist doch nur Schrott. Der Schrott wird schon tun. Oh, ist das anstrengend mal wieder. Als ob der Typ den Millennium Falken hat. Halt dich bereit. Bist du das Ding schon mal geflogen? Nein. BB-8 festhalten. Sind die Schilde aktiviert? Ich gehe jetzt runter. Bleib unten, das bringt ihre Ortung durcheinander. Unten bleiben. Alles klar. Oh, das Schiff hat hier immer so einen ekelhaften Sound, wenn es zu schnell fliegt. Oh, das tat ein bisschen weh. Noch mehr Geld. Aha. Ich weiß nicht, an was mich das Haut erinnert, aber er ist nicht so schön. Ja, alles klar, da darf ich nicht durch. Woher soll ich denn das wissen? Guter Schuss. Oha! Nicht treffen! Brauche erstmal Geld, bevor ich euch alle kille. Wie viel Geld bringt mir das? Gar nicht. Ah. Ich hoffe, es gibt noch mehr, weil hier ist kaum was. Hier gibt es nur Minikits. Naja. Bring
mich in Position, dann schieße ich alle ab. Da sind noch welche. Was ist denn? Mit der Minikits? Stimmt, sind da Minikits. Jetzt würde mir das doch nicht angezeigt werden. Ja. Nicht schlecht für einen Haufen Schrott. Da ist noch Geld. Hey, bleib unten. Nö. Er ist wendiger als ich. Warte, bis ich erst den Kompressor von der Zündung nehme. Jetzt? Na also, geht doch! Also, das ist doch easy. Also ohne Aimbot wirst du hier gar nichts treffen. Aber ist ja nicht so leicht mit Controller. Ich kann nicht glauben, dass BB-8 eine Karte in sich hat, die zu Luke Skywalker führt. Ja, der Widerstand. Ich meine, wir brauchen diese Karte unbedingt. Dann sollten wir machen, dass wir von der ersten Ordnung wegkommen. Alter, nicht treffen. Ich mache euch alle kaputt. Wo seid ihr denn alle? Da oben ist einer. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Wer hat dir das Fliegen beigebracht? Niemand. Bin nur kleinere Schiffe geflogen. Habt ihr den Planeten verlassen? Lass mir nicht fliegen. Du musst sie abschütteln. Du musst nicht, ich kann sie alle killen. Können wir dem Motor nichts anhaben. Wir brauchen etwas Durchschlagskräftigeres. Ein Protonentorpedo oder so. Ja. Warte mal. Diese Teils könnten mit Protonentorpedos bestückt sein. Neo. Die Teilpiloten der ersten Ordnung gehören zu den besten, die es gibt. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn das Minikit. Oh, ich glaube, ich habe Minikit verpasst. Wird langsam eng hier drin. Haben Sie ein Problem? Nein, nein, nur ein bisschen eng für das Schiff. Das ist alles. Das ist alles? Alter, nicht schießen! Da sind sie, jetzt oder nie. BBA, noch alles klar bei dir? Wir beschützen dich vor dem, versprochen. Nice, war er Jedi? Sicherheit. Er ist beim Widerstand. Wow. Hilf mir damit! Schnell!
Na gut, mal ganz unter uns. Ich bin nicht dein Widerstand, klar? Ich versuche nur vor der ersten Ordnung zu fliehen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bring ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Komm schon, BB-8, sag's ihr. Das Elenium-System? Ja, das ist es. Flieg uns so schnell hin, wie du kannst. Ah ja. Eins hat gefehlt. Super. Wir machen den Sprung ins Elenium-System. Gut festhalten. Was rennt? Oh ja, da gibt's wieder Steinchen. Alter. Na los! Mit die Steinchen! Muss ich nach Dukar? Boah, das ist echt weit weg. Sicherheitskräfte. Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. Han Solo, wir wollen unser Geld zurück, sofort. Denkst du, Rakare zu jagen ist billig? Kanji Club will seine Investition auch wieder haben. Diese BB-Einheit, die erste Ordnung ist auf der Suche nach genau so einer und nach zwei Flüchtigen. Wenn wir die Panzertüren in diesem Korridor verriegeln, dann sitzen beide Banden in der Falle. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Oh oh. Das war ein Fehler. Ein riesiger. Der Superway. So, mach das mal auf da. Und jetzt? Haben wir gerade noch ein Radar freigelassen? Ob drei oder vier Radare ist auch egal, oder? Keine Bewegung, Solo. Der Droide gehört uns. Oh. Wir müssen einen Weg zurück zum Falken finden, auf dem wir idealerweise nicht aufgepasst werden. Die Türen sind versperrt, bis wir diesen Radar erledigt haben. Irgendwo in diesen Kisten müsste was gegen Radare sein, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ach so, was ist das? Das sieht doch schon besser aus. Oh. Müsste jetzt hier sein, ja. Was mache ich jetzt damit? Wir schicken was hoch, um den Ratter auf den Weg zu räumen.
räumen. Okay, und jetzt? Wechseln. Und schießen. Down. Wir gehen zum Falken. Schlagt euch irgendwie. Wir wissen nicht, wo wir sind. Ihr schafft das. Da würde ich jetzt nicht unbedingt lang gehen, aber egal. Ich hoffe, ich mache damit nicht das Tor auf. Weil sonst bin ich down. Das Kopfgeld auf uns wird seit Jahren immer größer. Die Wucht zwischen Mord und Ich. Aua. Nicht allen Wug hier angreifen, das ist unfair. Bin ich hier lang? Ich meine, hier ist gut Geld, aber... Also hier ist auch noch ordentlich Geld. Tschüss, Finn. Nein, da kann man nicht durch. Bist du immer noch da, du gefräßiges Sie? Nee, das ist gut. Hallo. Tja, da kommst du wohl nicht durch. Das wird sich noch zeigen. Wie komme ich jetzt daran? Ich brauche erstmal einen Schmetterblaster. Und jetzt? Geh ich mal runter. Scheint ein wenig sicherer zu sein hier unten. Ich hätte doch oben lang gehen sollen. Naja, egal. Geld. Either way, hast du mich gerade erschreckt. Ich dachte, da wäre noch so ein Radar. Ne, da geht's weiter. Ne, hier geht's nicht lang. Er hat wohl noch was anderes als Radare auf seinem Schiff. Ein Kraftfeld. Sieh mal die Kabel. Die Energieversorgung ist über uns. Jetzt reicht's. Scheiß Ratten, Alter. Verpisst euch. Und jetzt? Brauche ich hier irgendeinen Code oder was? Dreieck? Ne, grün, lila, gelb. Grün, lila, gelb. Grün, lila, gelb. Grün, lila, gelb. Grün. Lila. Und gelb. Dann kommt gelb. Jetzt.
Gold. Ey, wie krieg ich das auf? Das ist unfair. Nein, kein Geld für mich. Aber immerhin habe ich schon mal zwei Steine sicher. Das ist das Wichtigste. Hä? Einfach alles zerstören. Ja, machen wir doch schon. Ich find's voll lustig, dass dann Dodo jetzt einfach übel alt ist. Mann, es reicht einfach immer noch nicht. Und jetzt? Ach ja, muss ich wieder mit dem was da unten machen oder was? Okay. Super. So viele Rätsel. Wieso bist du eigentlich so weit zurückgeblieben? Scheiß Druide. Mach immer nur noch dumm, wie er das löst. Naja. Ist da unser Schiff? Man hat uns Ungewissheit jemals von etwas abgehalten. Ach komm, ich nehme jetzt noch Chewie. Ich hab's gleich geschafft mit dem Geld. Noch ein bisschen. Jetzt muss ich mit denen noch raus. Achso, jetzt geht's auf einmal hier weiter. Na los, Finn. Way meine ich doch. So langsam ist die. So.
Ah ja. Ah, Geld ist erstmal wichtiger als du. Du hast ja noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, ja, ich beeile mich ja schon. Nee, das kann ich nicht zu Geld machen. Ach, jetzt geht die Tür auf einmal auf. Hallo. Was ist das? Besser schnell töten. Greift sie mich eigentlich an? Ja. Doch, aber nicht gewettet, Freundchen. Geschafft. Ich hab den Falken gefunden. Ja, und die anderen? Ach so. Was mit Solo? Ach, mit dem Teil kann man sonst wohin fahren. Ja, und jetzt? Eine Kiste, ja. Bring ich die erstmal schön hier rüber. Und gönn dir erstmal das Minikit. Das erste. Und deshalb bedeutet dies, ich werde keine weiteren finden. Kann ich eigentlich Han Solo dort drin einsperren? Wie geil. Nein. Chewie, rette mich. Oh, warte mal. Soll er erstmal rausgehen? Da ist gar nichts. Das ist auch nichts. Gut, ich muss das Teil rüberbringen. Alter, das ist bestimmt richtig schwer. Okay. Ort und Stelle. Chewie, du machst den Rest. Und wir lassen dich da. Tut mir leid, aber... Ja, ist eben so. Okay, jetzt haben wir noch Geld gesammelt. Aber vielleicht ist hier irgendwo noch was. Milkit? Anscheinend nicht. Oder? Nö. Fast geschafft. Der Falke ist hinter diesen Türen. Der Falke, komm schon! Ja, was soll ich jetzt tun? Kommt man da hoch? Das zeigen sie einmal doch nicht an. Super. Ich wette, das Mädchen kommt an den Hebel ran. Wo ist sie? I ist hier. Und die muss da lang. Ja.
Er hat nämlich einen Netzwerfer. Die Frage ist, warum wusste Sodo das? Die klettert auch so wie eine Besoffene da hoch. Ich denke, ich kann an den Hebel rankommen. Klick. Ja. Los. Mach die Tür auf. Warum ist denn das nur eine Tür? Ist ja richtige Verarsche hier. Wo geht's zur anderen Tür? Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Hm. Ja. Ach, die. Na, BB8. So viele Rätsel für die Droiden. Reicht jetzt mal mit den Rätseln. Der Chu ist einfach immer noch da. Ja, ist ja okay. Wir brauchen diesen Kran, aber es sieht so aus, als kann ihn nur ein Droid einschalten. Ziemlich verarschen. Ja, Han Solo. Muss ich jetzt da rein oder da hoch? Muss daran. Okay. Ist immer nicht so leicht. Das Spiel ist sehr kompliziert. Jetzt lasse ich den alten Mann auch noch arbeiten. Na super. Informiert die erste Ordnung, dass Han Solo den Droiden hat, den sie wollen, und dass er sich an Bord des Millennium Falken befindet. Mmm, lecker. Wenn Skywalker zurückkehrt, werden sich neue Jedi heben. Dank eurer Ausbildung kann man mich nicht verführen. Die Waffe, sie ist bereit. Wir sollten die Regierung auslöschen, die den Widerstand unterstützt. Die Republik. Geht, beaufsichtigt die Vorbereitungen. Ihr beide seid auf der Flucht. Hm? Dieser Droide muss schnellstens zum Stützpunkt des Widerstands. Er hat eine Karte, die zu Luke Skywalker führt. Ihr wollt meine Hilfe? Ihr kriegt sie. Eine alte Freundin von mir kann den Droiden nach Hause bringen. Ja, denn Leia oder was? Aber das erst in der nächsten Folge. Oh, habe ich diesmal... Nee, mit Kitzel natürlich. Ja, aber Chewie und Han Solo freigeschaltet. Und wo genau treffen wir diese Freundin von euch? Wir treffen sie auf Takodana. Mit dem Falken sind wir 0, nichts dort. Ja, aber das geht erst in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.